So, das sind die Nutenfräser. Ich habe euch schon mal ein paar Makroaufnahmen gemacht. Was müssen die sein? Scharf müssen die sein. Und das sind die. Die sind astrein sauber angeschliffen. 6,3er Schaft, das passt. Und Durchmesser, der ist 12,8. So wie er sein soll. 9,5. Und den kriege ich nicht gemessen, weil der einseitig ist. Kriege ich den gemessen? Nee, den kriege ich nicht gemessen. Genau. Aber alle 6,3er Schaft. Genau. So, ja, Nutenfräser. Ja, braucht ihr halt entweder eine Oberfräse oder eine stationäre Fräse, dann könnt ihr die einspannen. Wie lange die halten, weiß ich nicht. Die sind für Holz und ich werde die benutzen und wenn die Standzeit nicht entsprechend sein soll, dann werde ich das nochmal updaten, die Rezension. Ansonsten sind die erstmal wirklich sauber scharf angeschliffen. Man könnte die sogar noch nachschleifen, das ginge auch. Ja, oder man besorgt sich einfach neue. Aber damit wird man schon ein paar Nuten hinbekommen. Genau, achso, Nutenhöhe auch nochmal wichtig. Genau, 4,7. Also der 9,5er da, der hat eine Höhe von 4,7. 4,85. Der große und der kleine hat 5 mm, 9,49. Ja, gibt es nichts dran zu meckern. Schon irre Preis-Leistung, wenn man das sieht, was man da so für bekommt. Also die kann man empfehlen, die kann man nutzen. Das ist nichts für die Industrie, ne? Muss man sich nichts vormachen. Das ist für uns Heimwerker, aber dafür tippitoppi.